Als ich vor 6 Jahren mit meinen Siedler-Videos anfing, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, alle Kampagnen und Einzelspielerkarten einmal legitim zu spielen. Dieses Ziel, das übrigens vor der History Edition mit dem Community Pack und Beta-Karten definiert wurde, habe ich inzwischen immerhin zu 64,52% erreicht. Wisst ihr, was nicht auf meiner Bingo-Karte für diese Reise stand? Dass ich an einem geistigen Nachfolger mitarbeiten würde und dass ich eine Masterarbeit nicht nur mit inspirieren, sondern auch in ihr als Quelle zitiert würde. Ich weiß nicht, was davon unglaublicher ist, aber heute soll es um Letzteres gehen. Unter dem Titel Was die Götter wollen analysiert Winfried Kumpitsch, aka DE Austria, im Rahmen seiner Abschlussarbeit im Studiengang Religionswissenschaften die religiösen Aspekte aus Siedler 3, 4 sowie dem 6. Teil, Aufstieg eines Königreichs. Etwas später wurde die Arbeit auch als Buch herausgegeben und um ein Kapitel zu Das Erbe der Könige erweitert. Ein Belegexemplar davon wohnt seit ein paar Monaten in dem Regal hinter mir. Für Siedler-Fans könnte sie eine schöne Ergänzung ihrer Sammlung sein. Mich wird es wahrscheinlich noch in über 10 Jahren an diese Zeit erinnern. Ich verlinke euch die Amazon-Seite des Buchs in der Beschreibung, falls ihr mal einen Blick darauf werfen wollt. Den Titel Dr. Seed muss ich dann aber wohl abgeben.